Hi ho und willkommen zurück bei dem Zuschauer zu Okami HD der Steam-Version. Ja, in der letzten Aufnahmesession haben wir den bösen Pesthauf besiegt, also das Magischwirr des Kaisers, der jetzt happy ist und uns die Mondzähne abkauft für hübsche Sachen, die ich alle haben will. Dafür kann ich ja Kindern ans Bein bissen. Oh Mann. Ja. Und wir haben die Adoptivtochter von Herr Bambus gerettet und die Stadt. Jetzt gucken wir erstmal, was sie hier dazu zu sagen hat. Und was für Kommentare ist und wieder abzugeben hat. Habt ihr bemerkt, dass der Nebel über der Stadt auf einmal verschwunden ist? Es muss eine Veränderung mit dem Kaiser gegeben haben. Das war wir aber kein Grund, gleich auf die Knie zu fallen. Hey, warte. Was war denn mit euch, Schwester? Warum habt ihr nicht versucht, dem Kaiser zu helfen? Konnten denn eure mystischen Kräfte nicht die Quelle des Nebels lokalisieren? Ich wusste es. Ihr und die Miko führt Böses im Schilde. Da habe ich wohl versagt. Aber ich bin doch nur eine einfache Priesterin, weißt du? Ich kann nicht einfach im kaiserlichen Palast rumschnüffeln, ohne irgendeinen Grund. Auf jeden Fall habt ihr den Nebel vertrieben. Dafür gratuliere ich euch. So dann, jetzt wo ein Problem gelöst ist, können wir das nächste anpacken. Das wäre? Alles, was du soweit getan hast, ist erstaunlich. Aber der Wasserdrache ist ein weitaus größeres Problem. Es kommen keine Handelsschiffe durch, die Nahrungsreserven der Stadt schwinden allmählich. Und das Böse, das unser schönes Land bedroht, lautet noch immer in den Schatten. Jetzt ist die Zeit, in der wir sie wirklich brauchen. Die Fuchsstäbe. Alles, was du soweit getan hast, ja. Gut, wir brauchen die Fuchsstäbe. Wir können ja mal einen Blick auf unsere Rollen werfen. Ja, das war die Königin von Nikon und Kaguyas Erinnerung. Wir müssen zur Sasa-Zuflucht für sie. Ja, das mit der Brücke. Wir waren lang nicht mehr uns eine Dings holen, uns eine Weissagung. In der Schatzliste haben wir zwei neue Schätze. Eine Affenstatue. Hm? Und eine Hahnstatue. Und ja, wir hätten wirklich ein paar Waren, die wir verkaufen können. Da könnten wir wieder neue Skills lernen. Oh, und jede Menge Gegner. Feueruntergangsspiegel. Ein Mann, der von extremer Wut besessen war, konnte seinen Zorn auch im Tod nicht vergessen. Deshalb wurde seine Seele von seinem Lieblingsspiegel eingefangen. Wut wird beim Anblick des Spiegels erzeugt, auch wenn es gar keinen Grund dafür gibt. Das ist die Methode des mit Zorn gefüllten Spiegels. Auf den Spiegelblasen lässt die Flamme des starken Zorns vielleicht vergehen. Ja. Der Untergangsspiegel. Eine schöne und beliebte Schauspielerin hoffte, ihr Aussehen für immer zu erhalten. Diese Hoffnung wurde zur Besessenheit und ihre Seele wurde in den Spiegel gesungen. Der Blick in den Spiegel zeigt eine schöne Frau. Diejenigen, die sie anlächeln, sterben sofort. Man muss die Schauspielerin an ihre innere Wärme erinnern. Man sagt, dass sie vor jedem Auftritt ihren Spiegel in Flammen badete. Mhm. Also Feueraugen und Eismund in Form von Spiegeln jetzt. Donneruntergangsspiegel. Ein weggeworfener Spiegel, der von einem Blitz getroffen wurde, war lange im Besitz eines Schauspielers. Schlechte Vorstellungen lassen ihn erscheinen und er lässt es donnern und regnen. Unnahbar und gefühllos verschwindet er, wenn die Vorstellung weitergeht. Wenn du Wolken siehst, blase sie einfach weg, damit der Blitz nicht einschlägt. Aha. Der Winduntergangsspiegel. Das Gesicht eines alten Mannes erscheint in diesem Spiegel. Er erscheint in den Räumen jener, die Zeit nicht zu schätzen wissen und Unruhe stiften. Die meisten werden durch einen starken Fluch erzeugt, aber einige sind einfach nur deprimiert. Wenn sie dich erstmal gesichtet haben, dann wird es schwer, sie auszuschalten. Bete zum Himmel, um die Zeit zu verlangsamen, oder es gibt keine Hoffnung mehr. Mhm. Ishiro. Jo und Subaru verhalten sich, um der mächtige Ishiro zu werden. Ach, das ist doch der Hai aus dem Schiff. Dieser Hai patrouilliert im Ozean, greift Fische an und verursacht Ärger. Ihm im Wasser zu begegnen bedeutet den Untergang, aber wenn du einen Halt auf einem Boot oder einer Seerose findest, dann kannst du ihn anlocken und seinen Bauch angreifen.
Das macht ihn bewusstlos und gibt ihm die Möglichkeit zu attackieren. Und Pesttauch natürlich. Das ist die böse, blutsaugende Verkörperung der Wesenheit Goldnagel. Die Invasion des Körpers des Kaisers macht ihn zum Bösewicht beim Befall der Hauptstadt mit giftigem Nebel. Er besitzt viele Angriffsfähigkeiten. Zitternd, bevor er angreift, ist seine Schwertkunst so schnell, dass sie nicht zu sehen ist. In einer nebligen Nacht werden vielleicht seine Bewegungen sichtbar. Mhm. Ja, damit haben wir schon drei von Orochis 8 Köpfen eigentlich besiegt. Also Gift, Feuer und was auch immer die Spinnenkönigin ist. Hm. Also Feuer und Gift haben wir auf jeden Fall schon. Die Spinne könnte Erd sein oder Finsternis. Wahrscheinlich eher Erde, weil wir ja mit Erdfähigkeiten gegen sie gekämpft haben. Da wir ja scheinbar alle von Orochis Köpfen sozusagen als Boss nochmal haben. Ja, Ubume und der Krähen-Tengu. Ah, Tengus. Ich frage mich, wo die tollen Regenschirme ableiben. Das sind alles Onis. Der Knospenoger. Ach, das war das komische Viech. Der kopflose Wächter. Ach, das war das Steinvieh, was ich für eine Schildkröte hielt. Okay. Gut. Das heißt, wir gucken uns jetzt erstmal hier im Palastbezirk um. Jetzt, wo alles wieder in Ordnung ist. Reden mit den Leuten. Wir sind froh, dass alles wieder beim Alten ist. Hi. Weißer Wolf, das Lächeln ist in die Gesichter der Leute zurückgekehrt, aber das bedeutet nicht, dass der Schmerz aus unserer Welt verschwunden ist. Ich werde mich nun von meinem Reisen ausruhen. Hier werde ich meine heiligen Verse rezitieren. Für die Lebenden, die Schmerzen haben und die Toten, die gelitten haben. Unsere Farben mögen vielleicht unterschiedlich sein, aber unsere Prinzipien sind die gleichen. Möge Buddha dich erleuchten. Ja, Buddha. War eine Religion, also ist eine Religion immer noch, aber damals war die ja in Japan noch nicht so verbreitet und wurde eher mit Skepsis, Misstrauen und Ablehnung beliebäugelt, sagen wir mal. Aber ist immer mehr gekommen in den Jahrhunderten, sag ich mal. Also ich glaube, so im 16. Jahrhundert war sie zwar schon bekannt in Japan, aber noch nicht so verbreitet, wie es ist heute ist. Der Buddhismus. Na, das hat nicht geklappt. Wir brauchen eine Seerose da hinten. Weil die Truhe einfach aufschneiden. Ich kann die Truhe einfach aufschneiden. Das sagt mir das doch einer. So, gucken wir mal kurz. Hier will ich hoch. Hm. Können wir zum Beispiel auch hier reingucken und Truhen auskramen. Ja, und nachher dann kann ich endlich mal wieder alle überschüssigen Schätze verkaufen. Dann können wir bei unserem Lieblingstrainer draußen vor der Stadt mal Schwertechniken trainieren. Und vielleicht noch die bessere Dämonen. Oh, ich habe ganz vergessen, Gegnern ans Bein zu pinkeln. Ja, Perle. Hm?
Ah, ich möchte mit dir reden. Hallo Hündchen, was bringt dich an einen so einen Platz wie diesen? Hier ist nur der Wachraum für Königin Himikos Palast. Hier gibt es nichts, das für dich von Interesse wäre. Ich habe keine Entschuldigung, ich war total überrascht und unvorbereitet. Es ist unvorstellbar, dass wir zu so einer Zeit verflucht waren. Ich fühle mich so erniedrigt, ich habe Schande über meine Familie gebracht. Ich muss zur Wiedergutmachung meine Anstrengung beim Wache-Schieben verdoppeln. Hi, wo kommst du denn hier gekrochen, verseuchte Bestie? Nun, was denkst du, ich probiere mein neues Wachverhalten aus. Im Augenblick ist die Sicherheit wirklich gut bei Königin Himikos Palast. Du solltest doch lieber nicht so viel rumhängen. Die Leute sagen, dass dieser Ort unter irgendeinem Fluch stand. Es war so, ob ich die ganze Zeit über einen schrecklichen Albtraum gehabt hätte. Es war schrecklich. Die Hiroshima-Küste war vom Bösen umhüllt. Ich bin ganz schlaff vor Angst, wenn ich nur daran denke. Ich muss mir die ganze Zeit sagen, dass es nur ein böser Traum war. Ja, das Wachhaus stand ja unter Einfluss der bösen Zone. So, wir essen für den Magen. Warum auch immer in einer Glocke Essen ist. Aber ja. Bringt schon was. So, das heißt, hier ist erledigt. Was ist mit dem Gebäude hier? Ach ja, hier kommen wir noch nicht hoch. Können wir jetzt eigentlich hier die Bäume? Ja, wir können die Bäume hier zum Blühen bringen. Na, sehr schön. Das sollten wir dann auch mal ins Auge fassen. Ja, alles zum Blühen zu bringen. Die Bäume selber bringen zwar nicht viel, aber ich habe so das Gefühl, wenn ich hier alle Bäume wieder zum Blühen bringe. Dann kriege ich noch mehr Glück. Und kann unseren letzten Magen freischalten. Und ich fülle meinen aktuellen Magen sehr gut auf. Das ist unser Fischer. Der angelt jetzt hier drüben. Okay. Ja gut, gehen wir nochmal zum Palast. Du bist ganz schön hartnäckig, nicht wahr, Clever? Aus welchem Grund auch immer der Fluch scheint gebrochen zu sein. Aber es gibt immer noch eine finstere Präsenz an der Rishima-Küste. Aber wir werden nicht erlauben, dass es Königin Himiko auch nur ein Haar krümmt. Nein, wir Wachen werden nichts Böses an sie heranlassen. Mann, die Himiko-Leute hören sich alle an wie Papageien. Vielleicht können sie sich dem Übel dieser Monster entgegenstellen, aber ich wette, gegen die Pinseltechniken der Götter haben sie keine Chance. Ja. Also, weiter geht's. Denn es grün zu grün. Wenn alle Blüten blühen. Oh, da ist mal wieder ein Teich. Aber ja, da der Bambus ist gerade interessanter, weil der füllt mir den Magen ganz schön gut auf. Leben? Hatte ich kein volles Leben? Okay. So, damit ist der Magen voll. Und ich verdiene wieder Yen. Durch Essen. So.
So, jetzt aber. Ah, oh, der Baum fehlt noch. Nö, bleib mal schön da, Sonne. Geld ist immer gut. Hi, Kumpel. Hey, Kapuzenkopf, was machst du hier? Oh, du kommst genau richtig. Dich um einen wichtigen Wendepunkt der Geschichte mitzuerleben. Mir ist endlich klar geworden, wie leer doch das Thema des Schwertsammlers ist. Jetzt bin ich dem Spaß am Angeln erlegen. Willst du nicht mitmachen bei meiner neuen Leidenschaft? Fischen gehen, klar. Eine Runde können wir mitmachen. Oh, warum nicht? Wir könnten es uns erlauben, hier ein bisschen Zeit so zu schlagen. Dann bereite uns mal vor, Ami. Ein Fisch oder zwei können wir rausholen. Okay, die Grundlage hast du verstanden, oder? Ja. Ich glaube, ich habe etwas am Haken. Ah, da war ich zu langsam. Und wir haben was. Eine Grundel. Okay. Los geht's, Ami. Je mehr du fischst, umso größere Fische werden kommen. Weiter so. Ja, okay. Noch eine Runde. Ich glaube, ich habe etwas am Haken. Naja, noch ein Grundel, oder? Okay, noch eine Runde. Kommen nur Grundeln bei raus, hä? Naja, ist gutes Geld. Okay. Ja, mal gucken, was wir diesmal haben. Ich fange nur Grundel hier. So, mal gucken. Der kämpft hartnäckig. Das ist was Großes. Eine Forelle. Okay. Wow, da ist ein großer. Da war ein großer Mist. Da ist er wieder verschwunden. Ich will den großen haben. Na gut, dann gebe ich mich mal mit dem großen zufrieden. Ich glaube, ich habe was. Wow, das ist ein Fetter. Das ist sogar einer, für den man mehrmals zuschlagen muss. Gut. So, was haben wir da? Ein Koi! Warte, sind die nicht so teuer und stehen eigentlich unter Artenschutz? Nein, das reicht erstmal. Hey, ich war so aufgeregt, dass ich alles andere vergessen habe. Du hast recht, wir machen besser weiter.
Aber ja, der Koi hat sich rentiert. Ah, cool. Oh, was für ein aufregender Kampf. Ich fühle, wie das Leben selbst durch meine Angelrute pulsiert. Ich habe den Grund gefunden, warum ich auf dieser Welt bin. Ja, schön für dich. Flutsch. Hier ist ein bisschen Bambus respawned sogar. Gut, okay. Wir haben noch das Haus hier zum Reingehen. Das da hinten ist der Palast. Oh, ich muss auch noch im Wasser nach Schatztruhen gucken übrigens. Auch unter Brücken und so. Oder hier drunter. Könnte sich ja was verstecken. Ah, zum Glück hat das Zeichnen geholfen. Darf ich bitte raus? Hier.